Hallo, hier ist der erste Teil unserer Vorlesung in Kurzfassung Einführung in das Recht der GOA. GOA ist die typische Abkürzung für Geschäftsführung ohne Auftrag. Die ganze Konstruktion ist geregelt in § 677 fortfolgende. Bitte schlagen Sie für diese Vorlesungsstunde das BGB an der Stelle auf und benutzen Sie das Arbeitspapier 2 mit den entsprechenden PowerPoint-Folien. Die GOA ist ein gesetzliches Schuldverhältnis. Es geht um die Wahrnehmung fremder Aufgaben. Also der gute Samariter soll eine Entlohnung bekommen, wenn er fremdnützig sich engagiert. Es geht um einen Handelnden und einen anderen, dem geholfen wird. Der Handelnde heißt auch Geschäftsführer und der, für den er tätig wird, heißt Geschäftsherr. Der Geschäftsführer übernimmt ein Geschäft für den Geschäftsherrn, ohne von ihm beauftragt worden zu sein. So steht es in § 677. Grundsätzlich handelt jeder im eigenen Rechtskreis. Wenn aber jemand im fremden Rechtskreis tätig wird, dann ermöglicht die GOA ausnahmsweise im Innenverhältnis, dass der Geschäftsherr geschützt wird vor aufgedrängten Diensten und der Geschäftsführer nach § 683 in seinen vermögensrechtlichen Interessen geschützt wird. Es geht also um einen gerechten Interessenausgleich zwischen Geschäftsherrn und Geschäftsführer andererseits. Man braucht für GOA keine Willenserklärung im Sinne von 104 fortfolgende. Es reicht tatsächlich, ein Geschäft für einen anderen übernommen zu haben. Allerdings muss der Geschäftsführer handeln mit einem Fremdgeschäftsführungswillen. Das ist entscheidend. Das erkläre ich bei der anderen Stunde, die ich erklärt habe. Man prüft erst Vertrag, dann vertragsähnlich, dann sachenrechtlich, dann deliktisch und dann Bereicherungsrecht. Denn bei GOA findet der zweite Komplex Anwendung, das ist der typische Fall von quasi-vertraglichen Ansprüchen, die ähnlich wie vertragliche Ansprüche funktionieren, aber keinen Vertrag voraussetzen. Deshalb gehört GOA in die zweite Schublade der Ansprüche. Man unterscheidet echte GOA und unechte GOA. Das können Sie auch sehen, wenn Sie die Überschrift des Paragraphen 687 angucken. Echte GOA heißt, der Geschäftsführer kennt die Fremdheit des Geschäfts und hat den Willen, das Geschäft als Fremdes zu besorgen. Man spricht vom Fremdgeschäftsführungswillen. Wenn der Geschäftsführer also Fremdgeschäftsführungswille hat, das ist echte GOA. Bei unechter GOA, Fremdgeschäftsführungswille, entweder irrtümlich, das ist der Fall von 687 Absatz 1, oder bewusst, das ist die angemaßte Geschäftsführung ohne Auftrag, 687 Absatz 2. Also nochmal, man hat echte GOA, der Normalfall. Jemand handelt mit Fremdgeschäftsführungswillen.
Wenn das fehlt, dann ist man bei 687. Das ist ein ganz anderer Fall. Unechte GOA. Dann noch eine Unterscheidung. Berechtigte GOA oder unberechtigte GOA. Berechtigte GOA heißt, die Geschäftsführung entspricht dem Willen und Interessen des Geschäftsherrn. Das ist der Normalfall. Wenn der Wille und das Interesse empfohlen wird, dann ist eine unberechtigte GOA, dann kommen andere Anspruchsgrundlagen in Betracht. Schauen Sie zu Hause mal an. Die echte berechtigte GOA, die steht in 677, 679, 683, 670. Dann der Fall der echten unberechtigten GOA, der steht in Paragraph 678, 684. Davon zu trennen, die unechte, irrtümliche GOA, also die irrtümliche Eigengeschäftsführung in Paragraph 687.1 und dann die angemaßte Eigengeschäftsführung, der schlimmste Fall, dass der Dieb, irgendjemand, der deliktisch ganz einfach fremde Geschäfte macht, ohne daran zu denken, dass es ihm Willen und Interesse ist, Paragraph 687.2. Im Weiteren wird es immer darum gehen, wer muss wann, wo, wie Aufwendungsersatz oder Schadensersatz bezahlen oder kann sogar seinerseits von den Vorteilen der Geschäftsführung profitieren. Das machen wir in den nächsten Stunden. Dankeschön fürs Zuhören. Schauen Sie jetzt schon mal in der Arbeitspapier 3.